Ist etwas schon automatisch klug und schlau, wenn es nicht politisch korrekt ist? Nein, aber das ist nicht der Bezugspunkt hier. Der Bezugspunkt hier ist, dass offenbar Meinungen dann willkommen sind, wenn sie in einem bestimmten Kontext nützlich sind. In jedem Fall im Kontext der Wissenschaftlichkeit, was ohnehin etwas ganz Diffuses ist, und in jedem Fall im Kontext, ob es hilfreich ist oder nicht, der Menschlichkeit. Genau. Gut, es kann ja überall so ein bisschen menschen, das kann nicht schaden. Schauen Sie, der Ton der Debatte ist ja von der Kanzlerin gesetzt worden, zu einem Zeitpunkt, als noch niemand das Buch hatte. Da hat die Kanzlerin schon als Literaturkritikerin sich betätigt und gesagt, das Buch sei nicht hilfreich. Wir hatten alle das Buch noch nicht gesehen, aber das Urteil, ja, vielleicht Sie, ich noch nicht, die meisten werden ein paar Auszüge, glaube ich, in dem Bild und im Spiegel noch sehen können. Mhm. Zu sagen, ein Buch sei nicht hilfreich von einer Kanzlerin, die nicht dazu gewählt wurde, literarische Urteile zu fällen oder Buchempfehlungen abzugeben, das grenzt, entschuldigen Sie, an die übelste Tradition der Reichsstiftungskammer. Ja, entschuldigen Sie, ja. Absurd. Ja, nein, das ist nicht absurd. Da muss wirklich die Kanzlerin Wenn Sie mit Brunnenvergiftung kommen. Ich bin Grüner, kein Christdemokrat. Ja, ich weiß, dass Sie in Schutz nehmen. Die Kanzlerin wollte Schaden von unserem Land, von Deutschland abwenden. Was heißt Schaden abwenden? Welcher Schaden ist entstanden? Wenn man bei deutschen Botschaften fragt, was los ist in Deutschland. Dass du jetzt als Grüner unglaublich staatstragend, welcher Schaden ist entstanden? Im Ausland wird nun darüber gelächelt, worüber hier diskutiert wird. Das ist ein Mitglied der Bundesbank, der Deutschland mitrepräsentiert. Wenn, die Kanzlerin literarische Empfehlungen abgeben kann, das macht sie. Das muss ich die Kanzlerin verteidigen. Ja, das ist ein Höhepunkt. Das ist auch ein Höhepunkt. Danke, Henrike. So, und dann, verstehen Sie, diese Debatte läuft hier seit 2 Wochen und sie mündet immer darin, was Sie gesagt haben, er ist es nicht wert, dass wir darüber reden, weil das alles rassistisch und banal und verkommen ist. Aber wir reden ständig darüber. Und er hat in der Tat nicht nur das Recht, sich zu äußern, er hat auch in vielem Recht. Und zu deiner Bemerkung, dass er den Stamm wieder aufleben lassen oder das Stammesdenken. Das Stammesdenken ist schon da. Wir diskutieren nicht über die Probleme der Buddhisten, die wir hier im Lande nicht wahrnehmen. Wir diskutieren nicht über die Inder, die Chinesen, die Thailänder oder die Vietnamesen. Das Problem, das wir hier haben, ist eindeutig mit dem Islam konnotiert. Mhm. Du musst lange durch das Land laufen und gucken, wo es eine buddhistische Familie mit einem Ehrenmord gegeben hat. Oder eine katholische Familie, wo sich die Familie zusammengetan hat und eine Tochter auf gemeinsamen Beschluss umgebracht hat. Wir haben hier ein Problem. Spanien ist eines der Länder, wo die meisten Fälle von toten Frauen, die getötet werden von ihren Ehemännern, in Mexiko, einem katholischen Land, ist die Zahl noch höher. Aber ja, also, es ist ein Islamproblem, weil die Ehrenmorde in der Bundesrepublik von Angehörigen des Islam begangen werden. Und nicht von irgendwelchen bayerischen Allgäuern Kuhzüchtern. Deswegen kannst du in der Tat, bestimmte Verhaltensweise bestimmten Gruppen zuschreiben. Es gibt keine Klage christlicher, jüdischer oder sonstiger Eltern auf einen Gebetsraum. Wir haben eine Burka-Debatte, wir haben eine Kopftuch-Debatte. Die Mehrheit der Muslime hat mit der Burka nichts im Hut. Cem, sie ist gegen die Burka, Cem, wie du und ich. Cem, komm mir nicht mit der Mehrheit. Die Mehrheit ist nicht das Problem, über das wir reden. Du sprichst schon wie der Chef der Bundesbahn. Wenn irgendwo, wenn irgendwo eine Klimaanlage in 10 Zügen ausfällt und die Leute ersticken fast, kommt der Sprecher der Bundesbahn und sagt, aber in 1000 Zügen hat sie funktioniert. Also komm nicht mit der Mehrheit. Die Mehrheit ist völlig irrelevant. Bundesbahn sind mir Die ganze RAF hat aus 60 Leuten bestanden, war eine winzige Minderheit, nach Promille gar nicht mehr zu berechnen. Und sie hat es geschafft, in ein paar Jahren auf den Kopf zu stellen. Und wir reden in der Tat über das Verhalten von Minderheiten, die, kannst es bezeichnen, wie du willst, ein Problem sind, sich nicht integrieren wollen, was auch immer. Und das, du musst nach Duisburg-Marxloh fahren, wo du wahrscheinlich auch schon öfter warst. Dann siehst du, wohin all die politischen und die wissenschaftlichen Bemühungen bestimmter Gruppen zu integrieren geführt haben. Immerhin hat Duisburg-Marxloh heute einen Stadtteil, wo wieder investiert wird, wo ein Stadtteil, der nach dem Rückzug der Kohle verelendet war, es heute wieder Gewerbe gibt. Das muss man auch dazu sagen. Aber das ist gar nicht dieses Besuch. Mich stört nur eine einzige Sache. All die ganzen Themen, Ehrenmorde, Zwangsehen, Gewalt in der Familie,
Professor Pfeiffer, Kriminologisches Institut in Niedersachsen, weist auf viele Defizite hin. Das sind ja Themen, über die diskutiert wird. Über die diskutieren wir in der Presse, über die diskutieren wir in den Migrantenorganisationen. Ich gehe regelmäßig in Moscheen, ich gehe in Vereine, da reden wir Klartext. So Klartext wie nicht in dieser Sendung. Und mein Problem ist, wenn wir jetzt wieder anfangen, das meine ich mit Stammeskriegen, wieder die Grenzen zu ziehen entlang der Herkunft, dann werfen wir all die Erfolge der Debatte zurück. Lasst uns doch den nächsten Schritt gehen. Der nächste Schritt ist, dass ich den Migranten sage, ihr seid hier nicht in der Diaspora, sondern ihr seid hier in einem Land, das euer Land ist. Dieses Land ist kein schlechtes Land. Es ist ein gutes Land. Die meisten sind freiwillig hierher gekommen. Sie leben gerne hier. Und ich will, dass sie sich einbringen hier im Land. Sie sollen sich engagieren. Sie sollen Staatsbürger werden. Und dann kommt ein Sarrazin und sagt, Bis jetzt war alles in Ordnung. Bis jetzt war alles wunderbar. Und jetzt kommt Sarrazin und hat alles kaputt gemacht. Nein, das sage ich doch gar nicht. Genau das hast du gesagt. Ich will die Probleme lösen. Diese armen Menschen, die jetzt verzweifelt sind. Probleme kennen wir doch alle. Die armen Menschen, die jetzt verzweifelt sind, die von Sarrazin beschrieben wurden. Wir sind noch viel weiter. Können wir ganz kurz vielleicht.